Wir stehen hier auf dem Neve Park und warten auf unseren Reisebus. Er wird gleich um die Ecke kommen. Wir wollen nach Travemünde auf die Fähre. Die nächsten Zubringertaxis treffen bereits ein. Komm da! Wir sind hier nun in Travemünde an der Mole und warten auf unser Schiff. Das soll hier langkommen. Herring und ganz scherb. Arbeitet bei Tag und Nacht. Travemünde lebt auch nachts. Da ist sie wieder. So ein Blick aus dem Fenster. So um 22.30 Uhr haben wir unser Abendessen eingenommen. Aber eben nur eingenommen. Weiter möchte ich mich nicht dazu äußern. Hier sind wir wieder. Wer? Wie war gleich der Name? Milton Bell.
kleine Markt in Malmö. Wunderschön gelegen. Vom Bus schauen auf das Hamlet-Schloss und warten auf die Bockwurst. Wird beladen. Und hier noch ein langer Schwenk. Malmö am Ufer. Reise nach Kopenhagen. Und hier ist sie wieder. Pfiffig, geh weg. Kopenhagen und haben sie eben die kleine Meerjungfrau gefilmt und fotografiert. Okay. Nun kommen wir auf die Strandpromenade in Kopenhagen entlang und schauen uns ein bisschen um. Bei herrlichstem Wetter.
Die Pylonen sind 200 Meter hoch. In 5 Kilometer Entfernung sind sie schon sichtbar. Wir werden gleich über diese Brücke fahren. Und die Brücke kann man also nicht öffnen, aber hier bei den Blumen, hier befindet sich die Hochbrücke. Und hier haben wir den höchsten Durchgangshöhe. So 60 Meter. Und hier haben wir die blaue Schiene. Hier steht das eben frei. Dispatcher wurde auch schön. Sie kommt näher und näher. Nach dem Frühstück soll man rauchen. Ja, mein Schatz. Moin, moin, Leute. Ich liege hier auf dem Sonnendeck auf einer herrlich körperbetonten geformten Holzliege und sonne mich. Wir warten auf das Einlaufen in Trelleburg. Transportiert. Und hier unsere Reisegruppe.
Die Koffer werden in der richtigen Reihenfolge verstaut.